Der Vorgarten von Marie-Louise Wagner in Cottbus. Eigentlich winzig und doch für sie riesengroß. Die 32-Jährige erwartet ihr zweites Kind. Aber nicht nur deshalb braucht sie tatkräftige Hilfe von Ben, ihrem 6-jährigen Sohn. Es ist sehr anstrengend. Nicht nur wegen dem Bauch jetzt, weil ich mich auch nicht so richtig bücken kann, sondern so allgemein das Körperliche jetzt dabei ist. Die Luft, mit der habe ich zu tun. Mein Puls, der schlägt sehr hoch, das merkt man richtig. Der geht bis zum Hals hoch. Ja, also es ist an sich wirklich sehr anstrengend, das Bücken. Einfach schon nur das Bücken und den Schlauch zu halten. Es ist Long-Covid, das der jungen Frau ihre Grenzen vorgibt. Vor ihrer Infektion in der ersten Corona-Welle im Dezember 2020 hat sie Gartenarbeit geliebt. Heute verzweifelt sie, nicht nur daran. Mir ist es peinlich. Mir ist es echt peinlich, weil es ist keiner von mir gewohnt, dass ich so bin. Und ja, ich bin wirklich jemand, der viel aushält, wie ich schon gesagt habe. Und ein leistungsstarker Mensch ist einfach auch von meiner Vergangenheit her ein ehrgeiziger Mensch. Und dass das halt alles nicht so funktioniert hat, das ist einfach nur belastend. Der 1. Dezember 2020, ein Datum, das Marie-Louise Wagner nie vergessen wird. Ein Datum, das das Leben der Krankenschwester auf den Kopf gestellt hat, mitten in ihrer Schicht im Krankenhaus. Da muss ein Ausbruchsgeschehen gewesen sein auf der Station. Und dann ging es los mit der Luftnot. Ich habe 4 Tage wirklich stark unter Luftnot gelitten. Ich habe teilweise im Sitzen versucht zu schlafen, weil ich nicht liegen konnte. Und es geht mir mitunter heute noch so. Heute weiß die Krankenschwester, dass sie selbst professionelle Hilfe gebraucht hätte, vielleicht sogar im Krankenhaus. Aber damals geht sie aus der Quarantäne direkt wieder an ihren Arbeitsplatz. Letztes Jahr im November war bei mir fast der Ofen aus, wo ich dann nur noch geheult habe, nicht mehr geschlafen habe und mit meiner Hausärztin telefoniert habe und gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Und daraufhin wurde dann wohl mit meiner Unfallkasse, weil es ja eine Berufskrankheit ist jetzt bei mir, telefoniert, dass ich eine Reha bekomme. In einer Klinik, die sich seit Beginn der Pandemie auf die Behandlung von Patienten nach einer Covid-Erkrankung spezialisiert hat, im sächsischen Bad Gottleuba. Hier kämpft Christoph Altmann für Betroffene von Long-Covid, versucht, Menschen wie Marie-Louise Wagner zu helfen. Ich betrachte mich immer noch in der Lernphase. Ich versuche von jedem Patienten was Neues zu lernen über Long-Covid, weil es eben so ein vielschichtiges Phänomen ist und weil wir im Grunde ja auch noch nicht wirklich so eine einheitliche Hypothese haben, wie es eigentlich funktioniert. Es deutet sich als Autoimmunerkrankung an, aber wir haben bisher noch keine Beweise und jeden Monat kommt ein neues Ding aus der Ecke über Long-Covid, was ich nicht wusste. Long-Covid hat beinahe so viele Gesichter wie Betroffene, sagt der Chefarzt. In seinem Klinikalltag häufen sich zwar bestimmte Symptome, doch die Krankheit bleibt ein individuelles Phänomen und verändert Lebensläufe. Krankenschwester, die nicht mehr weiß, welche Medikamente sie jetzt setzen soll, das ist genauso zerstörerisch wie jetzt eine Gehbehinderung. Also die Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen sind häufiges Symptom. Diese frühzeitige Erschöpfung ist ein häufiges Symptom. Vegetative Verschiebung wie inadäquat schneller Puls, immer über 100 Puls, das macht manche fertig. Vorher war es einfach so, dass ich mir viel merken konnte. Ich bin wirklich ein belastbarer Mensch und kann mir sehr viel merken. Ich habe auch ein Gedächtnis, es funktioniert. Und ich habe dann mir keine Notizen gemacht, weil ich es mir merken konnte. Naja, und eine halbe Stunde später dachte ich mir so, Mann, worüber habe ich jetzt mit der Chefin gesprochen? Ich habe es mir nicht gemerkt. Dann habe ich Glück gehabt, dass meine Kollegin dabei war. Und dann habe ich mit denen auch offen drüber geredet und habe gesagt, so Leute, ich habe Gedächtnisprobleme. Es ist einfach so. Und wenn ihr mich einfach noch mal dran erinnern müsst, dann tut's mir, also ihr müsst mich dran erinnern. Wenn ich was vergesse, dann müsst ihr mich dran erinnern. In die Reha setzt Marie-Louise Wagner Hoffnungen. Denn sie hat von der neuartigen Sauerstofftherapie gehört, die Dr. Altmann hier anwendet.
Erfolgreich in vielen Fällen, noch nie aber bei einer Schwangeren. Dabei wird die Sauerstoffzufuhr im Körper kurzzeitig verknappt, danach auf 100% gefahren. Jetzt war nun konkret die Frage, ob diese Sauerstofftherapie für Frau Wagner geeignet ist oder nicht. Das kann mir natürlich kein Kliniker beantworten, weil es noch nie jemand probiert hat. Jetzt habe ich den Erfinder der Therapie, den Professor Platonenko in Luxemburg, angerufen. Ich sagte, Herr Platonenko, wie ist denn das? Glauben Sie, dass man das bei einer Schwangeren anwenden kann? Sagt er, ja klar, glaube ich, dass in der Embryonalphase, also in der Entwicklung des Babys im Mutterleib, scheint Sauerstoffverknappung häufig vorzukommen und scheint ein gewisser positiver Wachstumsreiz zu sein. Ich dachte erst so, ja, das machen wir. Auch wenn es noch keine Erfahrung mit den Schwangeren gibt. Aber ich habe dann erstmal so an mich gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch gar nicht an das Baby, weil ich will die Luftnot loswerden. Ich will nicht immer pusten wie eine alte Frau. Ich habe es mit Frau Wagner durchgesprochen und wir haben es dann doch dagegen entschieden, weil wir beide nicht ausreichend sicher waren, dass wir keinen Schaden anrichten. Dem ungeborenen Baby geht es gut. Alle Werte sind im grünen Bereich. Die werdende Mutter aber quält sich weiter mit Luftnot, rasendem Puls und Gedächtnisstörungen. Wie vielen Menschen es so geht wie ihr, weiß niemand. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jeder 10. Covid-19-Patient Long-Covid bekommt. Über 25 Millionen Menschen haben sich bereits in Deutschland mit Corona infiziert. Umso fataler ist die Tatsache, dass diese neue Krankheit inzwischen zwar eine offizielle Diagnose ist, jedoch immer noch nicht genügend erforscht. Es ist nur eine fürchterlich unpräzise Diagnose. Das heißt, damit werden mehr als 200 Symptome zusammengefasst. Damit werden Patienten beschrieben, die sicherlich nicht dasselbe haben, nicht das Gleiche haben, die man eigentlich anders therapieren muss, die man teilweise unterschiedlich diagnostizieren und behandeln muss. Und deswegen ist die Diagnose eigentlich so, wie wir sie jetzt gebrauchen, nicht besonders günstig. Das sagt Daniel Filser, der schon sehr früh Erfahrung mit Long-Covid-Patienten sammelte. Die Universitätsklinik Jena baute im August 2020 als erste in Deutschland eine Ambulanz für betroffene Erwachsene auf. Wenige Monate danach auch für Kinder und Jugendliche. Erst später folgten diesem Beispiel viele andere Kliniken in Deutschland. In Jena wurden bislang mehr als 1500 Patienten behandelt, darunter etwa 150 Kinder und Jugendliche. Man spricht inzwischen von 4 Hauptrisikofaktoren für Long-Covid. Der erste ist eine Typ-2-Diabetes-Diagnose. Der zweite, eine hohe Viruslast von SARS-CoV-2 im Blut. Der dritte Risikofaktor ist das Epstein-Barr-Virus. Und der vierte, die Autoimmun-Antikörper. Bis heute, so Dr. Filser, seien die Ursachen von Long-Covid noch nicht ganz geklärt. Wir sind uns mittlerweile relativ einig, dass es nicht eine Ursache gibt, sondern dass es sicherlich ganz verschiedene Ursachen geben wird. Es kommen zum Beispiel in Frage, dass sich Autoimmunantikörper sich später gegen das eigene Körpergewebe richten oder dass kleine Blutgerinnse die Blutgefäße verstopfen oder dass die Entzündung im Körper persistiert, also länger da bleibt und dadurch zum Beispiel die Gefäße angegriffen sind, die nicht mehr richtig regulieren können und deswegen nicht ausreichend Blut an die entsprechenden Stellen bringen. Da gibt es also ganz verschiedene Theorien. Alle werden auf irgendeine Art und Weise dazu beitragen, dass die Symptome entstehen. Mein Körper ist wie ein Akku. Komplett aufgeladen ist er nie, sondern meistens nur 20% oder 30%. Kalea ist eine der jungen Patienten von Daniel Filser. Im Dezember 2020 hatte sie sich mit Covid-19 angesteckt. Angefangen hat es ganz unspektakulär. Ein bisschen Halsschmerzen, Blasenentzündung, Hautausschlag. Seitdem kämpft die 12-Jährige mit Konzentrationsschwierigkeiten, Schwächeanfällen, Kopfschmerzen. Das ist unübersehbar, als wir die Dresdnerin im September 2021 in der Schule das erste Mal treffen. Nach 4 Unterrichtsstunden ist sie erschöpft, muss sich zurückziehen, braucht eine längere Pause zum Ausruhen. Kalea gibt nicht auf und kämpft. Fragt man sie aber heute, 8 Monate später, wie es ihr gehe, klingt sie verzweifelt. Dann kann ich auch nicht laufen, weil die Beine dann wegsacken und ich keine Kraft habe und ich auch meistens kein Wasserglas tragen kann, weil es dann so schwer ist.
Oder wenn ich 20% aufgeladen bin, dann kann ich das Wasserglas ganz gut halten. Aber dann ist das Hinsetzen und Aufstützen wieder schwer. Was ist passiert? Kalia hat sich das zweite Mal mit diesem heimtückischen Virus angesteckt. Seit Mitte Dezember geht sie nicht mehr in die Schule. Die Beschwerden haben sich massiv verschlechtert. Es ging mit der zweiten Infektion los, wo wir wie so ein Déjà-vu hatten, dass die Kopfschmerzen die ersten Tage extrem da waren, dass sie müde war, dass sie, glaube ich, 3 Tage nur im Bett lag, zugezogene Gardinen hatte, keine Geräusche ertragen konnte und einfach unfassbar müde war. Und das Finale ist jetzt einfach, dass sie selber nicht mehr alleine stehen und gehen kann. Und das trägt sie mit unglaublicher Fassung, aber könnte eigentlich den ganzen Tag im Zimmer liegen und heulen, sagt sie, weil das einfach für sie nicht erklärbar ist, warum der Körper nicht mehr so will, wie sie will. Kalea sei ein schwieriger Fall, sagte schon im letzten Herbst Daniel Filser, leitender Oberarzt der Klinik Kinder- und Jugendmedizin in Jena. Deshalb empfahl er bereits damals, nach einem Psychotherapeuten für Kalea zu suchen. Nach jemandem, der ihr helfen könne, mit der Situation besser umzugehen, die Auswirkungen der Krankheit akzeptieren zu können. Seitdem sucht die Mutter in Dresden. Da haben wir damals dann auch uns gleich an die Uniklinik gewandt. Und seitdem warten wir eigentlich auf einen Termin. Also wir hatten 3 Termine, glaube ich, die mehrfach verschoben wurden, weil eben entweder ja Corona-bedingt oder das eine andere Ärztin übernehmen sollte oder intern nochmal besprochen wurde, dass doch jemand anders die Kalea betreuen sollte. Und sodurch hat sich das bis Mitte März hingezogen. Und Mitte März hätten wir dann einen Termin gehabt. Sie hätte den Termin gar nicht wahrnehmen können, weil sie in Quarantäne war. Und von daher warten wir jetzt eigentlich seit Oktober mindestens auf den Termin von der Uniklinik Dresden. Kalea aber braucht jetzt dringend Hilfe. Im April endlich kann sie zum großen Medizincheck in die Uniklinik in Dresden. Nach 8 Tagen jedoch ist die Familie nicht schlauer als vorher. Die Mediziner in Dresden wollen sich uns gegenüber dazu nicht äußern. Die Mutter aber erzählt, dass die Ärzte für Kalea eine stationäre psychologische Behandlung vorgeschlagen haben. Als einzige Lösung. Das größte Problem ist, dass sie nichts Neurologisches gefunden haben, was den Zustand von der Kalea erklärt. Und dann mit ihrem, ich sag's jetzt in meinen Worten, Latein am Ende waren und gesagt haben, dann kann es eigentlich nur noch die Psyche sein. Das ist jetzt so formuliert, wie wir es verstanden haben. Würden aber jetzt nicht der Meinung sein, dass bei Kalea das hilfreich wäre, das anders zu therapieren, weil ich gefragt habe, kann man nicht schmerztherapeutisch erstmal arbeiten, kann man nicht erstmal physiotherapeutisch arbeiten und ambulant psychosomatisch betreuen, weil das wäre doch erstmal der leichtere Weg zu gucken, was würde denn greifen, weil wir haben ja noch gar nichts probiert. Kalea meint inzwischen, dass die Ärzte ihr nicht glauben würden, sie nicht ernst nehmen. Daniel Filser in Jena möchte sich das Mädchen noch einmal anschauen, bevor er sich abschließend zu ihrem Fall äußert. Kalea sei ein Beispiel für das Hauptproblem dieser neuen Krankheit. Es gibt leider immer noch keine kausale Therapie. Es gibt mittlerweile immerhin, auch in Deutschland wird das erforscht, Ansätze, wo wir sagen, da könnte man möglicherweise mal etwas entwickeln. Das sind aber alles im Moment noch Forschungen. Es gibt derzeit keine zugelassene kausale Therapie, also eine heilende Therapie. Das heißt, das, was wir bisher machen, ist symptomatisch. Wir versuchen, die Schmerzen zu behandeln. Wir versuchen, die Probleme zu behandeln, je nachdem, welche Probleme auftauchen. Bestimmte Probleme lassen sich eindeutig auf Organschädigungen von Lunge, Muskeln, Gehirn oder Herz zurückführen. Erschöpfung ist das häufigste Symptom, gefolgt von Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Muskelschmerzen, Gedächtnisproblemen, Herzrhythmusstörungen und Gelenkschmerzen. Professor Joachim Kugler leitet seit 1999 den Lehrstuhl Gesundheitswissenschaften Public Health an der TU Dresden. Der Gesundheitsökonom setzt sich vor allem mit den wirtschaftlichen Folgen dieser neuen Viruserkrankung auseinander. Wir kennen viele andere Infektionskrankheiten und die Nachwirkungen von Infektionskrankheiten. Epstein-Barr-Virus, Hepatitis oder bakterielle Infektionen, die Borreliose, die haben alle vergleichbare Fälle. Jetzt haben wir natürlich bei Covid Millionen von Fällen,
Das heißt, wenn wir sagen, das tritt in 1% der Fälle auf, sind das natürlich ganz viele Patienten, die wir haben. Aber man diskutiert eben immer noch, ob es ein eigenständiges Krankheitsbild Long-Covid gibt oder ob das vergleichbar ist mit den Spätfolgen anderer Infektionskrankheiten. Ich denke, da wird es keine einfache Lösung geben in naher Zukunft. Auch Mario Gräf hat das tückische Virus schwer getroffen. Im Februar 2021 schon hat sich der 52-jährige Hobbyfußballer infiziert. So schwer, dass er Wochen auf der Intensivstation und im Koma verbrachte. An den Folgen leidet der Mann aus Grimma bis heute. Es ist immer noch schwer, jeden Tag früh aus dem Bett zu kommen. Die Füßeschmerzen, weil ja dort auch Nervenschädigungen vorliegen. Die Händeschmerzen. Dass Mario Gräf überlebt hat, komme einem Wunder gleich, sagen seine Ärzte. Das Virus war in meinem Blut, in meinem Körper und hat eigentlich alles befallen, was möglich war, außer das Herz. Die Nieren sind zum Stillstand gekommen, die Lunge hat schlapp gemacht, die Leber hat ihn weggehabt, die Milz, was das größte Problem war, das hat sich dann erst später herausgestellt. Und so wurde mein Zustand halt dann immer schlimmer. Mario Gräf kommt direkt von der Intensivstation in die Reha-Klinik. Erst nach 7 Monaten darf er zurück nach Hause, immer noch schwer gezeichnet. Ich bin ja mit Sauerstoff nach Hause gekommen. Ich hatte ein großes Standgerät, ein tragbares Gerät. Ich bin mit meiner Frau spazieren gegangen, 200 Meter, dann war Schluss. Kaum vorstellbar. Das ist ein und dieselbe Person. So sah Mario Gräf Anfang Januar noch aus, als er zu seinem Arzt kommt. Mein Körper ist jetzt ein Wrack. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich meine, ich kämpfe seit 1. Juni voriges Jahr, dass ich wieder auf die Beine komme. Und da muss ich halt jetzt dranbleiben. Ich meine, ich bin noch lange nicht dort, wo ich mal war oder wo ich hin will. Schon im Januar spricht der behandelnde Arzt von Mario Gräf über die gesellschaftlichen Folgen von Long- bzw. Post-Covid. Was mich besonders erschreckt hat, ist so etwa 20-25% jetzt von den Leuten, wenn ich sie gezielt befrage, die das durchgemacht haben, die berichten über, sagen wir mal, Minderleistung vom Gehirn. Also die können sich Dinge nicht mehr merken, die können Sätze nicht zu Ende sprechen, müssen nochmal überlegen, was wollte ich gerade sagen. Ich sehe das auch für die Wirtschaft als Problem. Viele Leute sind noch nicht wieder arbeitsfähig und die müssen alle lang drum kämpfen, wieder ihren Zustand von vorher zu erhalten. Der Gesundheitswissenschaftler Joachim Kugler ist überzeugt. All diese Patienten werden eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Wir werden die Debatten haben, was ist eine Berufskrankheit? Weil wenn ich Covid-19 in meinem Beruf akquiriert habe, dann ist das ja ein Fall für eine Berufsunfähigkeitsrente. Da sind wir auch alle sehr gespannt, wie sich da das durch die Sozialgerichte gehen wird, weil da wird es natürlich viele Grenzfälle geben. Wie will ich nachweisen, dass ich mir bei der Arbeit ausgerechnet Covid-19 geholt habe? Das könnte bei Krankenpflegeberufen, also bei allen Berufen im Gesundheitssystem so sein. Aber das werden wir alles erleben, wie unser Sozialstaat dann darauf reagieren wird. Und das Ende der Fahnenstange sei noch längst nicht erreicht. Wir haben bestimmt jeden Tag noch zwischen 5 und 10 Fälle, die immer noch nach Monaten Beschwerden nach dieser Covid-Erkrankung haben. Jeden Tag. Ich sag mal frühestens nach einem halben Jahr, aber das fängt jetzt gerade erst an, wird es immer mehr Menschen geben, die verrentet werden. Es trifft junge Leute, aktive Leute, die gut trainiert sind, die gesund sind und dann trotzdem einfach nicht wieder zurück in den Beruf kommen. Genauso wie es eben Ältere trifft, die nach schwerer Krankheit oder auch nach milderen Verläufen nicht wieder auf die Beine kommen. Mario Gräf hat es inzwischen für sich akzeptiert, dass er mit kleinen Erfolgen zufrieden sein muss, dass es nichts bringt, sich unter Druck zu setzen. Also momentan kommt Arbeit ganz weit hinten. Das Ziel ist, irgendwann mal wieder arbeiten zu gehen. Aber wann das wird und ob es überhaupt wieder wird, kann ich nicht sagen.
Joachim Kugler betont mehrfach, dass es noch keine validen Zahlen gibt. Zahlen also, die die finanziellen Auswirkungen der Pandemie schwarz auf weiß belegen würden. Die wenigen Zahlen aber, die es bereits gäbe, machen das Problem deutlich. Es gibt ja den Bewältigungsfonds Sachsen-Covid. Die haben im letzten Jahr 2,9 Milliarden bezahlt. Man rechnet so über 120 Milliarden bisher, hat es den Steuerzahler für die Quarantäne, die Bürgertests und so weiter gekostet. Aber die Rechnung, die wird am Ende aufgemacht. Also das ist ein hochrelevanter Faktor. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie treiben auch Daniel Filser in der Uniklinik Jena um. Im September 2021 stellte die Bundesregierung 6,5 Millionen Euro für 10 Forschungsvorhaben zu Long-Covid zur Verfügung. Dazu kommen noch weitere 4,2 Millionen Euro für das Netzwerk Universitätsmedizin. Die Uniklinik Jena ist eine der ausgewählten Forschungseinrichtungen. Wenn wir uns vergleichen, Deutschland im internationalen Vergleich, 10 Millionen in Deutschland für die Erforschung der Erkrankung. Die Großbritannien hat mehrere hundert Millionen Pfund investiert, die USA 1 Milliarde Dollar. Da weiß man ungefähr, wo wir stehen und was man erwarten kann an Ergebnissen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung findet, 10 Millionen reichen aus und teilt mit, die 10 ausgewählten Projekte decken eine große Bandbreite an Forschungsfragen zu Long-Covid ab. Es ist derzeit nicht geplant, deren Finanzmittel zu erhöhen. Für die Forschung und Behandlung dieser Krankheit aber wird viel mehr Geld nötig sein. 10 Millionen reichen nicht mal annähernd aus, um diese Dimension zu bewältigen. Ja, wir haben Großartiges geleistet, als es darum ging, die akute Infektion zu meistern. Sowohl in der Behandlung als auch in der Prävention mit den Impfungen. Und das konnten wir meistern, weil wir Geld daran investiert haben. Und wenn wir nicht rechtzeitig und mit derselben Vehemenz das Geld auch investieren, um die Folgeerkrankung abzumildern, zu erforschen und zu behandeln, dann wird uns das irgendwann aus dem Ruder laufen, befürchte ich. Matthias Kreuziger sagt von sich, dass er viel Glück gehabt habe und dass er ein Überlebender sei. Der Fotograf ist kein Mann der großen Worte. Er erzählt lieber Geschichten über andere als über sich. Spricht man ihn auf die schlimmste Zeit seines Lebens an, kommen ihm die Tränen. Einfach so. Ich bin aufgewacht und da standen, ich glaube, 10, 12 total verkleidete Menschen im NASA-Look vor mir und haben mir gesagt, wer ich bin, was ich hatte und wo ich liege. Und da kamen mir wirklich die Tränen, und weil sie auch sagten, wir glauben, sie haben das Gröbste hinter sich. Das ist eine zweite Geburt gewesen bei mir, so empfinde ich das. Dann habe ich eben manchmal Tränen in den Augen oder werden die Augen nass, weil ich mich einfach über dieses Geschenk freue. Bis April 2020 stand der Fotograf mitten im Leben, reiste mit Musikern um die ganze Welt. Nach der Infektion und 5 Wochen Koma aber wog er 20 Kilo weniger, hatte keine Muskeln mehr, konnte nicht laufen. Schritt für Schritt musste er neu erlernen. Es waren auch die Musiker, die ihm in dieser Zeit wieder Mut gegeben haben. Da war ein Konzert von den Bläsern der Staatskapelle auf dem Weißen Hirsch. Und da bin ich hin und habe schon wieder die Kamera in der Hand genommen und habe fotografiert. Und ich habe gemerkt, die Kamera hat ganz schön gewackelt. Also das war schon grenzwertig. Aber ich wollte einfach wieder die Kamera in der Hand nehmen und wollte fotografieren. Und das hat mir auch gut getan, weil ich gemerkt habe, die Musiker haben sich gefreut, dass ich da war. Und das hat mir dann wieder Kraft gegeben. 2 Jahre später muss man aber festhalten, Matthias Kreuziger ist genesen. Gesund ist er noch immer nicht. Er ist ein typischer Long-Covid-Fall. Dann bin ich jeden Tag an die Elbe, das mache ich heute noch. Oder mit Freunden dann im Elbsandsteingebirge. Und jeden Tag 1 Stunde Frühsport. Also, ich habe auch gemerkt, dass bestimmte Dinge eben nicht so schnell gehen. Also die Kondition und die Atmung. Daran merke ich, dass alles noch nicht... Dass noch nicht alles
in Ordnung ist. Eines aber, sagt der 70-Jährige sehr deutlich. Man darf sich nicht aufgeben. Man darf sich überhaupt nicht aufgeben. Das Leben ist so schön. Es lohnt sich immer. Die Krankenschwester Marie-Louise Wagner ist von dieser Zuversicht noch weit entfernt. Sie musste ihre Reha-Kur in Bad Gottleuba abbrechen. Sie hatte sich erneut mit Covid-19 angesteckt. Inzwischen ist sie im Mutterschutz. Das Lego-Spiel mit ihrem Sohn Ben, ein Kraftakt für die grauen Zellen. Und Ben braucht viel Geduld mit Mama. Dadurch, dass ich mich jetzt wieder infiziert habe, hat es mich wieder zurückgeschlagen. Also ich bin eigentlich wieder genau an dem Punkt vor der Reha. Dass ich komme hier die Treppen fast hoch und bin erschöpft, ich puste. Ja, und ich meine, gut, das Gedächtnis hat sich jetzt nicht verschlechtert, das ist ja schon mal was, aber da hat sich nichts verändert. Also es ist genauso schlecht wie davor. Auch die Erschöpfung will nicht nachlassen. Kaum vorstellbar, dass diese junge Frau 9 Jahre lang Leistungssportlerin war. Bahnradsport. Jetzt hämmert bei jedem Handgriff im Haushalt der Puls. Und es ist eine Herausforderung, den Milchreistopf abzuwaschen. Kannst du mal weitermachen? Ist das zu anstrengend? Ob Milchreistopf oder irgendein anderes Alltagsproblem. Schon wieder 100 Meter Lauf gemacht, wa? Ja. Ohne ihre Mutter läuft bei ihr kaum noch was. Dann ist es bei ihr auch oft so, dass sie manchmal völlig erschöpft ist, mich anruft, am Telefon weint und fragt, kannst du den Ben abholen aus der Kita? Ich schaffe es heute nicht. Marie-Louise Wagner ist eine von vielen Betroffenen, die auch 1,5 Jahre nach ihrer Covid-Infektion keine Erklärung haben für das, was ihr Körper mit ihnen macht. Herz und Lunge sind oft unauffällig und funktionieren doch nicht, wie sie sollen. Damit treffen sie auf ein Gesundheitssystem, das darauf nicht vorbereitet ist. Sie fühlen sich unverstanden. Sie haben damit zu kämpfen. Häufig ist es ja so ein ärztlicher Reflex. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also versuche ich, die Störung zu bagatellisieren. Ja, strengen sich mal mehr an. Ja, das löst das Problem nicht. Und das wird den Leuten nicht gerecht. Und viele, wenn ich das anspreche, das Thema, genau wie Sie das jetzt sagen, dann nicken die meisten. Dass sie irgendwo sich ausgegrenzt fühlen, nicht verstanden fühlen. Und wenn die Medizin keine Antwort hat, muss man trotzdem zuhören. Ich glaube, die Evidenz, also sprich die Literatur, die es dazu gibt, die ist da auch recht eindrücklich und lässt da keinen Zweifel mehr übrig. Ja, und das wird ganz gerne benutzt, um eben zu sagen, diese Menschen müssen sich einfach nur mal ordentlich zusammenreißen, dann würde das schon wieder funktionieren. Und das ist völliger Quatsch. Wer das sagt, der hat entweder die Literatur nicht gelesen oder hat persönliche Gründe, zu ignorieren, was da drin steht. Marie-Louise Wagner, Mario Gräf, Matthias Kreuziger, Kalea. 4 von mehr als 500.000 Menschen in Deutschland, die von den Langzeitwirkungen der Pandemie betroffen sind. Statistisch genesen, aber chronisch krank. Es wird lange dauern, bis ihnen allen nachhaltig geholfen werden kann. Man muss einfach zugeben, dass das jedes Gesundheitssystem der Welt im Moment mit der Pandemie und mit den Folgen der Pandemie überfordert ist. Und das Deutsche ist noch nicht bekannt dafür, besonders flexibel zu sein. Und das, was man eben braucht in so einer Zeit mit solchen, ja, mit diesen dynamischen Zeiten, wäre eben etwas, was etwas weniger starr ist. Und das ist nun in Deutschland nun mal nicht gegeben. Das fällt uns hier mal auf die Füße. Das würde ja Mut erfordern, sagen zu müssen, es gibt etwas, was wir noch nicht kennen, womit wir noch keine Erfahrung haben. Und ich glaube, da fehlt gerade so ein bisschen der Mut, auch mal hinter die Kulisse zu gucken und einfach auch mal Betroffenen und gerade auch Kindern und Jugendlichen zuzuhören. Ich habe Angst. Also ich habe wirklich, ich versuche aber, das so ein bisschen beiseite zu schieben, weil sich ja die Sorgen und die Hormone, die man durch diese Angst einfach ausschüttet, auch auf das Baby überträgt. Ne? Ich mache mir viele Gedanken. Ich rede aber auch mit meinem Mann drüber. Der ist immer ein grundauf optimistischer Mensch und sagt immer, es wird alles gut. Mach dir keine Sorgen, Schatz.